bis das Schiff verlassen kann. Wir sind schon wieder in einem Fort. Das Auto-Team. Hm, Knoblauch. Das Rezept jetzt nicht angeguckt, aber der Logik selber müsste das ja um die Knummelbrote gehen. Mhm. Ah, wie sind wir eigentlich endlich angekommen? Ich fühle mich so schwach. Können wir jetzt gehen? Mhm. Gut, gehen wir. Ich kann nicht länger warten. Verabschieden wir den nächsten. Ja, da waren einige verabschiedet hier. Gustav haben wir hier noch, dessen Namen ich noch nicht gelernt habe. Um Amok. So siehst du Amok. Hm. Viele Leute haben an Bord. Jetzt noch gleich drei. Und alle in Rot. Dann interessant. Also hier habe ich auch irgendwie ein bisschen lieb gewonnen. Das war... Ich mein liebster Charakter. Voll aufgewertet wird Dandys Spiel zu... Was? Ich glaube nicht, dass es weise ist, so lange zu leben, Wildfang. Gut, dass ich nie besonders weise war. Aber Junge... bin ich alt. Und so alt zu sein, ist wirklich enttäuschend. Außen ist man hässlich und innen verrottet. Mhm. Und die Schmerzen. Und Leben bedeutet Leiden. Es ist hart. Mhm. Die Welt ist verflucht. Und dennoch findet man Gründe, weiterzuleben. Mhm. Ich bereue nichts, weißt du? Ich bereue die Schwierigkeiten nicht, bereue die Mühe nicht, die Schmerzen, die Sorgen. Und vor allem hatte ich mehr als genug. Und dennoch bereue nichts, was ich getan und wie ich im Leben gelebt habe. Ich hatte mir einfach nur gewünscht, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte. Ein besserer Ort für alle Fans. Aber auf jeden Fall ein besserer Ort für dich, mein Schatz. Weise Worte hier von den Leuten. Ich fühle mich wie ein großes Schiff, mir mit so vielen staubigen Räumen und Planeten. Ich habe so viele davon, so viele Erinnerungen. Ein paar davon sind verschwunden, aber andere werden für immer fortbestehen. In dir, in anderen. Ich erinnere mich an ihre Gesichter, als sie vor Furcht zitterten. Ich erinnere mich an ihre Häuser und an ihre Partys. Ich erinnere mich an ihre Lieder und ihre Lieder. Mhm. Ich erinnere mich an ihre Berührung, ihre Wärme. Alles verblasst jetzt, Wildfang. Alles verblasst. Mhm. Alles ist grau und weiß, neblig. Der Fächer. Also irgendwie, ja. Nachdem ich Spirit World gespielt habe, muss man ein Ranking machen von den Charakteren. Da war sie nicht ganz oben und nicht ganz unten, da war, ja. Ist alles schon verschwunden. Ich sehe nicht mehr viel. Du bist noch hier bei mir, nicht wahr? Mhm. Du bist noch hier, Stella.
vergiss mich nicht, bitte. Alle anderen sind mir egal. Mhm. Aber du vergiss mich nicht, hörst du? Andernfalls werde ich zurückkommen und dich heimsuchen. Mhm. Ich spüre, wie es näher kommt. Lebe bewusst lang. Folge einfach deinem Herzen. Hör nie auf zu lächeln. Und wieder ein Schiff. Stanley will was von uns. Er will doch nicht schon Tschüss sagen oder was? Das wäre doch zu vieles Guten. Gerade das Kind gelernt. Nächste Seelenblume. Cool sieht's ja aus. Hey Stella, was hältst du von denen? Weißt schon, von den Staubschatten auf dem Schiff. Meine ja nur, die sehen lustig aus. Die sind immer so düster. Und wenn sie mal hier sind, klammern sie sich an einen fest wie Kaugummi. Lassen einen nie mehr in Ruhe. Sie quälen mich, verstehst du? Wenn sie doch nur weg wären, machen mich alle und alle anderen traurig. Was? Du hast sie noch nie gesehen? Hm, das ist ja seltsam. Oh, ich weiß. Jakob kann dir helfen. Er sieht sie nämlich auch. Schließlich ist ein Geisterkäfer. Du kannst ihn mitnehmen. Er liebt es, wenn wir ihn aus seiner Kiste holen. Du musst einfach nur das Glas berühren und dann springt er heraus und fliegt mit dir. Dann kannst du sie auch sehen. Und du musst sie fangen, damit sie verschwinden. Pass auf, sie sind super schnell. Zieh deinen Laufschuh an. Und ich verlässt also die Bude. Oha. Die Geister. Staubgeister. Ist das Wissen, dass es in der Welt des Staubes? Ah, Ektoplasma. Da war das. Das war. Ich bin gefragt, wofür brauchen wir das? Was haben wir gefangen? Hast du das gesehen? Sie waren überall. Sind sie weg und ich kann endlich wieder frei atmen. Diese Staubschatten sind aber schon irgendwie cool. Sie leuchten und sind so schnell. Richtig schnell. Ich leuchte nicht. Ah, nicht traurig sein. Du bist so besonders, ohne zu leuchten. Man muss nicht leuchten, um gut und besonders zu sein. Wenn ich es doch nur könnte. Eines Tages vielleicht. Keine so Riesenhut.
fest den Staubschatten jemals zukommen, werde ich dir sofort Bescheid sagen. Wenn du es loswerden möchtest, nur einfach das Glas in meinem Zimmer, um Jakob zu wecken. Gar nicht. Oh. Fischbrühe für dich. Ist so lecker. Oh, cool. Bitte isst. Jetzt bitte von hier verschwinden. Hm. Können wir machen. Und wo wollen wir hin als nächstes? Mal sie wieder anstören. Was gibt's bei dir Neues? Er legt 12 Personen für Francis. Aha. Was gibt's Neues? Ist langweilig. Ist langweilig und ich bin wütend. Wie können wir was spielen? Mit dem Schiff geht es immer so streng zu. Warum amüsieren wir uns nicht mal? Wäre es, wenn du einfach irgendwas in diese Maschinen stecken könntest? In der Gießerei zum Beispiel. Genau. Das wäre unglaublich. Lass uns irgendwelchen Müll reinwerfen. Vielleicht einen alten Schuh. Eklig, aber lustig. Gerade gab es einen Schuh im Angebot. Den wollte ich aber nicht nehmen. Müssen wir jetzt mal wieder zurückfahren, oder? Der Jude hat gerade einen alten Schuhmann geholt. Wackeln das Schiff so sehr. Das war was Interessantes. Ein Schuh. Gucken wir mal gleich alle drei. Wo wollte das reinwerfen? Schmilzt einen alten Schuh ein. Bestimmt stinken.
geschmolzenes Leder. Das kühlt aber auch schlecht ab. Oh je. Oh nein. Nein. Bleib. Jetzt mir langweilig. Mal wieder Klumpen oder was? Triebstoff. Mhm. Was sollen wir damit kleben? Das finden wir jetzt noch heraus. So, Sekunde. Ein Fahrzeichensamen. Das ist ein Fahrzeichensamen, ist der kleine Dude dort rausgekommen. Das ist so unglaublich riesen. Das ist noch verrückter sein. Gehen wir zum Wiegespiel. Spielen wir zu kleiner. Lass uns experimentieren. Oh, das ist so irre. Bitte, bitte, bitte. Sag ja. Super. Das ist ein bisschen Müll, mit dem du es versuchen kannst. Die anderen reden über ihre Häuser. Und was hat es damit auf sich? Das verstehe ich nicht. Jeder hat sein eigenes Baumhaus. Für sich alleine. Warum die ganz anstrengend? Meine Eltern würden das nie erlauben. Ein Haus für alle. Das ist viel sinnvoller. Da muss man weniger putzen. Warte mal. Könnte ich auch ein Haus haben? Nur für mich? Okay, okay, okay. Ich brauche Papier. Papier. Ja, bring mir Papier. Ich glaube, ich weiß, wie man welches herstellen kann. Meine Mama hat mir mal ein paar Sachen zusammengemischt, um Papier zu machen. Könntest du auch tun, oder? Hurra, danke. Du bist Duftriesen. Okay, du hast Sägespäne und Klebstoff gefunden. Ach, aber so würde man, wenn meine Mama kein Papier erstellen. Das Papier wäre total dilettantisch. Das hat meine Mama immer gesagt. Aber du kannst die beiden Dinge trotzdem kombinieren. Ich finde das sogar noch besser. Ich weiß nicht. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie du es dort herstellen kannst. Wie könntest du es erhitzen? Er versucht das zu kochen. Alle guten Dinge werden gekocht, oder nicht? Glaube ich zumindest. Ich dachte nicht in die Küche. Ich mache Fehler. Wir wollen den Papier aus. Okay. Kochen wir mal Papier. Tomaten. Sind wir können mit Tomaten anpflanzen.
Oha, das dauert aber. Der wird doch gerade was von mir. Gut. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Dann steuere ich sie mal wieder an. Sägespäne und Klebstoff. Verwende zu kleiner, um zu experimentieren. Alles ist ein Webstuhl heraus. Okay, cool, ne? Nein. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob es auf deinem Schiff noch mehr Geisterkäfer gibt. Man könnte Jakob einen Spielkameraden haben. Andererseits mag ich es aber auch, dass mein Freund ist. Ich kann sie sehen. Sie machen mich traurig. Und dank Jakob kann ich ihnen aus dem Weg gehen. Einmal hat mich einer in die Nase gebissen. Ist das? Dann habe ich das Licht eingeschaltet und er hat Angst bekommen. So läuft das mit dem Staubschatten. Sie fürchten sich total vor Licht. Da verstecken sie sich in den Schatten. Und niemand kann sie sehen. Deshalb mögen sie deine Gürtelschnalle auch nicht. Sie strahlt nämlich so hell. Sollen wir Lauch reinschmeißen? Stein. Oha. Gieß rein, um Spaß zu haben. Was passiert denn jetzt hier? Ach so, bei der Schildkröte sind wir gelandet. Bei Gießerei sind wir Sachen. Da haben wir noch einen von. Irgendwo noch Müll sammeln. Was für eine Sauerei. Das habe ich in meinem Zimmer gefunden. Und gedacht, das kannst du vielleicht gebrauchen. Mehr Müll. Den armen Fisch. Fisch einschmelzen.
kleinere. Oh. Diese Mammut. Oh, sind zu kleinere. Kleiner. Nice, kommt zu kleiner. Fehlschlag. Liegen wir standen. Du hast zu viele Fehler gemacht. So viel hätte ich nicht gemacht. Mein Papa hat mal gesagt, mach dir nicht zu viele Gedanken darüber. Aber hat sich meine Mutter dann richtig aufgeregt. Wie sieht es mit dem Sägespäne aus? Will jetzt nicht alle seine Aufträge jetzt schon erfüllen? Ist gleich fertig. Mit Tomaten gießen. Na, mal schauen. Papier. Handy ist nicht hier. Sieht genau wie Papier aus. Das ist sogar ziemlich cool. Ja, das passt total. Gib es mir bitte. Darauf kann ich sicher Baupläne zeichnen. Das wird funktionieren. Ich habe Buntstifte in meinem Haus. Ein paar davon stecken irgendwo im Sofa. Danke, Riesenmut. Zuerst will ich die besten Baumpläne der Welt zeichnen. Für die größten und schönsten Häuser. Vielleicht kann ich es eines Tages wirklich Häuser zeichnen. Ja, eines Tages. Nachwuchsarchitekten. So. Mal gießen. Tomatenfeld. So, dann würde ich mal tatsächlich sagen, war es jetzt am Ende nochmal richtig lustig. Ich sag mal speichern und verlassen. Dann machen wir beim nächsten Mal hier weiter. 48%. Sehr großartig. Und hier liegt noch vor uns. Oh Gott. Dann sage ich danke fürs Zuschauen.